Was ich euch vorstellen möchte, ist eine hochflexible und hochmobile Eintrittskontrollsysteme für was auch immer. Für was auch immer ihr irgendwas braucht, um den Eingang zu kontrollieren. Das grundsätzliche System besteht aus einem Android. Das hier ist jetzt das verbotene Samsung Galaxy Tab 10.1. Warum ist das verboten? Weil Apple das nicht sehen will auf dem Markt, hat es doch in Deutschland verboten. Ach so, das Verbotene. Grundsätzlich funktioniert das aber auch mit einem normalen Android-Handy. Also ihr braucht kein Tablet. Wir nehmen normalerweise ein Tablet, weil das irgendwie cooler aussieht und größer ist. Aber das normale S2 oder selbst das alte, total veraltete Handy von Thomas funktioniert damit. Die Idee, so ein bisschen mit an Schuld an der Idee ist Thomas. Deswegen bin ich auch heute hier. Weil wir sprachen das System durch. Ich hatte schon mal sowas entwickelt, allerdings auf PC-Basis. Und Thomas meinte, er hätte einen Kunden, der Busreisen macht und das wäre doch cool, wenn der am Bus mit ganz wenig Hardware eine Eingangskontrolle machen könnte. Und da kam die Idee, ein Handy als Datenbankserver zu benutzen. Grundsätzlich funktioniert das Ganze so, es gibt eine Seite im Internet, www.gatewatch.de. Wenn man einen Account dort hat, kann man eine Veranstaltung anlegen und zu dieser Veranstaltung die Ticketdaten per Excel-Liste hochladen. Die Excel-Liste ist ganz normal formatiert, XLS oder XLSX. Und die Felder sind eigentlich ziemlich egal, die da drin stehen, weil das System analysiert diese Excel-Tabelle und schlägt dann vor, welches Feld wohl was bedeuten soll. Wenn kein Scan-Code drin ist in der Liste, weil ihr noch gar keinen habt, dann ist es kein Problem, wird einer generiert vom System. Eingang einmal ändern. Steckst du dann auf Eingang B oder sowas? Hast du die IP geändert? Ich habe gar nichts geändert. Bist du nicht mehr dran? Weil ich habe hier 1, 2, 3, 4 Geräte. Eigentlich müsstest du noch reinkommen. Bist du denn verbunden mit dem Tablet? Jetzt schon, ja. Okay. wenn die Daten hoch sind, dann könnt ihr zum einen sowas generieren. Das ist so ein Print at Home. Das könnt ihr auch verschicken lassen an die Leute, die in der Excel-Liste eine E-Mail-Adresse haben. Das geht automatisch, müsst ihr auf den Knopf drücken. Und für die Veranstaltung selber könnt ihr sowas ausdrucken. Das sind dann passend für die Lanyards die entsprechenden Tickets eigentlich. Habt ihr alle um Hals. Vor Ort wird dann... Das passiert alles nur dadurch, dass ich die Excel-Liste hochlade. Genau, du lädst die Excel-Liste hoch und dann gehst du auf den Bereich Export. Warte mal, darf ich... Ach, bist du mit deinen Daten drin? Ja, ist egal. Dann geht man hier auf, gehen wir auf die Ticketdaten von hier auf die 222 zu den Tickets und auf Export. Und da hat man dann mehrere Exportmöglichkeiten. Das eine ist Print at Home, das ist also das Ding hier. Die Bilder und die entsprechenden Texte habt ihr natürlich vorher eingestellt. Oder ihr geht auf nur Tickets, der zweite Punkt, mit der Möglichkeit, das noch ein bisschen zu korrigieren, damit es auch wirklich in den Drucker passt und läuft. Nur die Codes ist einfach eine reine Codeliste, mal zum Testen. Und die Scan-Daten als JSON, wer es braucht, kann die hinterher auswerten. Da steht wirklich jeder einzelne Scan von jedem Ticket drin. Du kannst einmal kurz zurückgehen auf die Veranstaltung, bitte. Und auf Reports. Dann sieht man das auch, was aus den Scans passiert. Das ist also der heutige Tag gewesen. Da steht also alles drin, wer wann wo reingekommen ist. Wie viele Scans pro Minute waren. Das ist so das, was dabei rauskommt. Vor Ort brauche ich im Minimalfall ein Handy. Das reicht also aus. Da kann ich habe es jetzt nur mit 100.000 Tickets ausprobiert, weil mir das ehrlich gesagt gereicht hat. Aber mit 100.000 Tickets arbeitet das System immer noch im Millisekundenbereich. Ich kann mit dem Ding auch scannen. Und das liegt daran, dass es zwei Softwareprodukte gibt, zwei Apps. Einmal den Server und einmal den Client. Hier ist jetzt der Server drauf installiert. Der stellt die zentrale Datenbank zur Verfügung und die WLAN-Schnittstelle. Der Client kann jetzt auf mehreren Android-Endgeräten installiert werden. Mit dem Client kann ich scannen, mit dem Client kann ich zum Beispiel eine Liste zusammenstellen von Gästen, die mich interessieren. Und wenn jetzt so ein Gast reinkommt, den ich mir da gebookmarkt habe, jetzt hört man das nur brummen, ich habe den Ton abgestellt, aber ihr seht, die Farbe hat sich geändert von gelb auf grün, der ist also anwesend. Normalerweise kriege ich jetzt noch Notification und ich weiß, dass der VIP, den ich am Eingang abfangen will, gerade eingekommen ist. Das Problem, wenn ich mit den Dingern scanne, ist, dass die Kamera fokussieren muss. Das heißt, die Geschwindigkeit ist, naja. Deswegen benutzen wir für professionelle Anlässe solche Geräte, Datalogic, Windows CE-Programmierung dazu. Wenn ihr wollt, bedient euch. Ja, ich gebe mal zwei, drei Listen hier rum. Wird nicht nehmen? Ha?
Wollen wir das wörtlich nehmen? Ja, bedien dich jetzt und scan. Einfach den roten Strich drüber halten. Einfach auf die Scan-Taste drücken. Auf die Scan-Taste drücken? Ja, ja, hat jemand eingescannt. Ja. Ja, und kannst du weitergeben oder den nächsten scannen. Das ganze System arbeitet in mehreren Modi. Ach, das habe ich noch vergessen. Der Client kann auch eine Ankunftstafel darstellen. Das sind also die Leute, die jetzt reingekommen sind. Wenn ich will, kann ich das mit dem Handy, hier habe ich einen HDMI-Adapter, verbinden und auf den Beamer hauen. Und dann habe ich hier wunderschön in meiner Lounge eine Ankunftstafel von den Gästen, die reingekommen sind. Ja, ich habe ja heute Morgen zu den T-Shirts mal nach links und rechts geschickt. Das war auch eine Information, die auf dem Scanner war, nämlich die Information, wer nach dem 15.8. bestellt hat. Also bis zum 15.8. habt ihr garantiert eure T-Shirt-Größe bekommen. Und auf der linken Seite waren die garantierten T-Shirts und auf der rechten Seite waren die, die wir einfach mehr bestellt haben. Und das haben wir auf dem Scanner im Prinzip gesehen. Ne? Also es gibt ein Zusatzfeld, das kann man frei belegen und da hat Thomas halt eingestellt L oder XL oder eben ein Hashtag und dann war klar, das geht auf die linke Seite. Die Kontrolle selber, also nur für so als, hier zählt es jetzt die ganze Zeit mit, wenn ihr da hinten piept, ja. Wenn ich hier auf die Anwesenden gehe, dann wird die Liste hier immer länger, wenn jetzt der nächste mal einen einscannt. Da war ein doppelt, habe ich gerade gesehen. Wenn du den ein bisschen weiter weghältst, geht es sehr viel schneller. Möglichst senkrecht und ja, und ihr seht, die Liste wird länger, also es ist ja auch irgendwie Banane. Wenn auch spannend, aber Banane. Das System arbeitet in unterschiedlichen Modi. Das eine ist eine reine Eingangskontrolle, das heißt, ich kontrolliere nur, wer reingeht, mir nicht. Mir interessiert mich da auch nicht, das ist häufig, oder benutzen wir häufig, wenn geladene Gäste sind, das heißt, alle sind bekannt. Das ist im Grunde genommen, ja, ist wieder mein VIP da. Ich tue das mal hier hin. Das heißt, ich habe geladene Gäste, von denen ich namentlich kenne und ich will gar nicht unbedingt kontrollieren, ob der darf oder nicht darf. Ich will nur wissen, ist der da oder nicht da. Weil ich will ungefähr wissen, kann ich anfangen mit meiner Veranstaltung oder wie ist die Auslastung. Solche Dinge sind immer interessant. Oder eben natürlich, ich habe mir selber gebookmarkt und will sehen, dass eine bestimmte Person anwesend ist, ein Redner zum Beispiel, weil wenn der nicht da ist, kann ich auch noch nicht anfangen. Die nächste Möglichkeit ist, ich kann eine und Ausgangskontrolle machen. Das bedeutet, das habt ihr da hinten gehabt, dass ich einen roten Bildschirm kriege in dem Moment, wo ich einen Scan doppelt mache. Also der normale Scan würde ja hier grün sein, jetzt ist der rot. Das heißt, ich weiß, das Ticket ist bereits verwendet. Das heißt, wenn ich diese Print-at-Home-Tickets habe, mit denen die Leute ankommen, kann ich wirklich nur einmal damit rein, egal wie häufig er sich das Ding kopiert hat. Wenn er glaubhaft machen kann, dass er der richtige Ticketbesitzer ist, kann ich hier auch, da ist ein Button, sagen Zugang gewähren. Dann erlaube ich ihm, dass er trotzdem rein darf. Das wird alles auch mitgelockt. Ich habe zusätzlich noch die Möglichkeit, sogenannte geschützte Räume zu schaffen. Das geht über ein sogenanntes Gate Tag. Das ist ein Feld, was ich mit Begriffen belegen kann. Und pro Begriff durch Leerzeichen getrennt baue ich einen geschützten Bereich auf, einen virtuellen geschützten Bereich in meiner Veranstaltung. Man könnte also zum Beispiel sagen, das hier ist eine VIP-Lounge und das Tag VIP, das haben eben einige von euch, alle die hier sind, alle anderen eben nicht. Und ich könnte hier vorne einen zweiten Scanner hinstellen, vorne am Eingang kommen alle rein und hier kommen nur die rein, die auf ihrem Ticket dann auch in dieser entsprechenden Spalte das VIP-Tag haben. So kann ich geschützte Räume innerhalb einer größeren Veranstaltung machen. Jetzt habe ich das alles so schön runter erzählt und ich habe meine Zeit eingehalten. Und jetzt habt ihr vielleicht noch Fragen. Ja, was passiert, wenn jemand ohne sein Ticket ankommt? Wenn jemand ohne sein Ticket ankommt, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich im Server suchen. Da kann ich nach dem Namen suchen und ich kann auch direkt, wenn ich in der Liste hier zum Beispiel der Abwesenden bin, auf einen draufklicken, dann kriege ich meine Informationen zu der Person und dann kann ich hier sagen Check-in und dann wird er manuell eingecheckt. Ist die auf E-Mail, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben wenn er sein iPhone zum Beispiel oder sein Smartphone dabei hätte, könnte er einfach die E-Mail ja auch zeigen, wenn er sein Ticket zu Hause liegen hat. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann mit den Dingern nicht von dem Display scannen, aber ich kann mit den Dingern vom Display scannen. Das funktioniert. Das heißt, ich würde dann halt ein Handy da liegen haben und mit dem von seinem iPhone direkt den Code abscannen. Das wäre dann auch okay. Aber es gibt eben auch genügend Sachen. Also wir haben zum Beispiel Veranstaltungen, wo die No-Show-Rate sehr gering gehalten werden soll. Und da arbeiten die nicht mit Print-at-Home-Tickets, sondern da kriegen die richtig Plastikkarten mit dem Code zugeschickt, weil einfach die No-Show-Rate signifikant geringer ist hinterher. Echt, bei einem Plastik-Ticket, dann kommen die Leute dann eher? Ja. Die fühlen sich dann mehr verpflichtet? Die fühlen sich mehr verpflichtet, eine hochwertige Plastikkarte zu bekommen. Ist tatsächlich so. Okay, ab nächstes Jahr Plastik-Kisten.
Ja, eben, das hat, also 10% ist normale No-Show-Rate, ihr seid ein bisschen drüber, aber das ist schon okay. Ja, habt ihr noch Fragen dazu? Einen habe ich noch, personenbezogene Daten, die eingescannt werden, zu noch veranstalten, die sind aber im Netz dann nicht für jeden sichtbar, oder? Nein, die sind nur für den sichtbar, der den Zugang hat natürlich. Und ich kann am Ende einer Veranstaltung bei der Veranstaltung selber die Ticketdaten komplett löschen. Was ich erhalte, ist der Graph, den wir vorhin gesehen haben, die grafische Auswertung, die bleibt. Aber rechts sind dann auch keine Namen mehr und ich kann auch nicht mehr zu den Tickets wechseln. Die sind komplett weg, die werden aus der Datenbank rausgeschmissen. Das heißt, ich habe dann nur noch die Information so und so viel pro Minute in dem Zeitraum, aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß natürlich immer, wie viel jetzt tatsächlich anwesend waren und abwesend waren. Die Information behalte ich auch, aber die eigentlichen Namen sind weg. Das Telefon. Ja, www.gatewatch.de, da steht ein bisschen was darüber drin. Ansonsten sind auch meine Kontaktdaten drin. Du kannst mich also auch gerne ansprechen, wenn du Fragen dazu hast. Ob irgendwie. Ja, wenn ich das wüsste. Es ist so, dass es im Moment läuft es, ich will nicht sagen wie geschnitten Brot, aber es läuft sehr gut im professionellen Bereich. Ich würde das ganze System ganz gerne ein bisschen öffnen, um Barcamps und sowas damit abzudecken. Und werde mich sicherlich nochmal mit dem Kollegen Thomas darüber unterhalten, wie man da ein Payment einbauen kann. Die Ideen im Moment gehen so in die Richtung, 50 Tickets sind immer free und ab dann kostet es einen bestimmten Bonus, der geringer wird, je mehr Tickets es sind. Maximal wird das wahrscheinlich pro Ticket um 20 Cent oder so liegen. Das hieße, ein Barcamp wären 40 Euro für diese Eingangskontrolle. Ist also nicht wirklich viel für das, was man dafür hat. Das wäre ohne Hardware, weil die Vermietung selber möchte ich eigentlich nicht anbieten, aber das wird halt der Andresen, der Michael oder der Heiko, namentlich kennst du die ja, der hat uns die auch heute geliehen, die Scanner, die werden das anbieten und da preisgünstige Pakete schnüren wollen. Also das heißt, wir würden, keine Ahnung, das ist eine Veranstaltung, die heute vielleicht 40 Euro für dich oder keine Ahnung, ja, ja, mehr sicherlich nicht. Also ist das alles sehr überschaubar. Sehr überschaubar also. Ja, soll bewusst überschaubar sein. Ich überlege auch, wie man das regeln kann, dass man bestimmte Veranstaltungstypen im Grunde genommen Barcamp, was selber überhaupt gar nichts einnimmt oder sowas, dass man die auch komplett kostenlos lässt dann. Aber ich bin kein Vertriebler, ich bin Entwickler. Mir fehlt da noch so ein bisschen das Gefühl für. Ja klar, aber du kommst nur einmal rein. Das werden wir nie ändern. Es wird ja nie eine Eingangskontrolle geben, wo du Personalausweis vorlegst oder sowas. Aber es kann ja einer bezahlt haben für den Eintritt. So, ich mache mir den Barcode nach, komm her. Ja, wie kommst du auf den Barcode? Das ist so eine Zahlenkolonne, der Barcode. Den triffst du nicht aus Versehen mal. Also entweder guckt. Nein, die sind nicht fortlaufend nummeriert. Die sind nicht fortlaufend nummeriert. Das ist eine gewürfelte Buchstaben- und Zahlenkombination. Die triffst du keinesfalls aus Versehen. Also entweder du kopierst das Ding und dann hast du genauso viel Schutz, wie du, wenn du jetzt dein Armani Online-Ticket kopierst. Oder du hast halt ein gültiges Ticket. Oder man macht es eben mit Personalausweis dazu, aber das macht kein Mensch eigentlich. Das ist eigentlich nicht. Das ist ein Jola. Ja, das ist ein Jola. Nee, wollte ich so gucken. Okay, sonst noch Fragen? Also natürlich geht grundsätzlich auch dein Handy. Ja, das Problem im Handy ist, ich kann hier mal kurz auf Scannen schalten. Geht da jede App oder wie auch immer, wenn ich iPhone habe, kann ich da jede... Das ist im Moment ein reines Android-System. Okay. Ich mag nämlich kein iPhone. So, ich kann also jetzt rübergehen und bekomme hier die Meldung, dass der bereits anwesend ist. Ja? Das ging relativ schnell. Das hängt immer davon ab, wie das Kontrastverhältnis ist auf dem Ticket und wie die Beleuchtungsverhältnisse sind. Ich kann damit durchaus eine kleine Veranstaltung mit einem Handy machen, das funktioniert. Aber wir haben Veranstaltungen gemacht mit 10.000 Gästen und im Bereich von knapp unter 60 Scans pro Minute, was nur daran lag, dass die Security vorne die Flaschen aussortiert hat, so langsam war. Wir hätten also deutlich schneller können. Das schaffst du keinesfalls mit dem Handy. Ein Barcamp, denke ich, würde man
hinkriegen, wenn du eine Stelle hast, wo du gut Licht hast und wo du ein gutes Kontrastverhältnis auf den Tickets hast. Dann würdest du... Wie heute Morgen zum Beispiel, die Leute kommen dann ja auch Schubweisen. Plötzlich gehen dann 30 Minuten, ja. Und dann brauchst du 20, 30 Sekunden für einen Scan. Nee, um Gottes Willen. Ich kann das nochmal... mit deinem Handy vielleicht. Ja, ich versuche das jetzt nochmal zu demonstrieren hier. Er fokussiert jetzt hat er es erkannt. So, das ist die Zeit. Was ich mir überlegt habe, ich fand das eine sehr coole Idee, mit Plexiglas und LED-Beleuchtung einfach mal eine Apparatur zu bauen, wo man das Handy oben drauf legt, weil das Handy automatisch verschiebt den Fokus nicht so gerne. Und dann hättest du die Möglichkeit mit dem Spiegelsystem und oben Glas einfach drauflegen, das Lanyard. Und das müsste relativ schnell gehen, dass man einfach das Lanyard oben drauf legt. Dann hast du eine definierte Entfernung immer und dann würde er wahrscheinlich relativ schnell scannen. Ich will mir das mal testweise basteln. Und dann könntest du die gesamte Veranstaltung mit einem Handy machen, weil du Server und Client auf ein Handy nimmst. Und dann ist das deine gesamte Eingangskontrolle. Das ist irgendwie ganz nett, ne? Okay? Dann vielen Dank fürs Zuhören.